Okay. Dann gehen wir jetzt wo was Meine trinken. Kräfte halten vielleicht nicht an. Keine Sorge. Wir schon. Chloe! Chloe? Ach so, sie träumt das. Bist du tot? Oder bei den Gedanken? Oh, ja. So. Ich meine, nein, nicht tot. Nur abgelenkt. Cosmopolitan für Max. Wodka-Shot für Safi. Sehr passend für euch beide. Perfekt. Vielen Dank, Amanda. Hey, du siehst heute echt gut aus. Findest du? Ich habe ein neues Shampoo. Oh. Aber kein Plan, wie ich es finde. Also, was machst du später? Ich muss erstmal ein Schnäpschen hier. Arbeit oder Schlaf? Sie will uns doch offensichtlich daten. Warum? Ich weiß nicht, also ja, Arbeit wahrscheinlich, ne? Ich meine, schlafen werden wir später sicher auch, aber ich sag mal Arbeit. Auf mich wartet wohl eine Nachtschicht in der Dunkelkammer. Die protestantische Arbeitsmoral ist brutal. Du weißt schon, sie flirtet mit dir. Hä? Oh Gott. Amanda, bist du echt so ahnungslos? Ja, das war sie ja im ersten Teil auch schon. Mit Warren. Der ja auch voll auf sich stand. Und sie hatte am Anfang... Sie hat es irgendwann geschnallt, ja. Aber ich glaube, am Anfang war sie da auch so ein bisschen... So ein bisschen ahnungslos. Ja. Ich bin nicht völlig ahnungslos. Doch, du bist völlig ahnungslos. Oh, schuldig. Flirten ist wie eine Fremdsprache für mich. Du bist so viele Jahre rumgereist, hast jeden Tag neue Leute kennengelernt und du merkst immer noch nicht, wenn jemand auf dich steht? Ich weiß auch nicht. In verlassenen Gebäuden trifft man nicht auf viele Verehrer. Ist es wegen dem blauhaarigen Mädchen auf dem Foto in deiner Brieftasche? Du hast meine Brieftasche durchsucht? Hör auf, abzulenken. Das blauhaarige Mädchen. Was ist das zwischen euch? Chloe, ja. Wir waren zu Schulzeiten ein Paar. Wir waren nur Freundin. Ein Paar waren wir ja eigentlich nicht. Wir waren schon nur Freundinnen, auch wenn wir uns da einmal kurz geküsst hatten irgendwo. Aber das war ja was anderes. Freundin. Ja, gut, sehr gute Freundin. Beste Freundin. Sie ist nur eine Freundin. Aus Kindertagen. Muss ja eine ganz schön besondere Freundin gewesen sein, wenn du ihr Foto immer noch hast. Erspar mir bitte deine Seelenklempnerstimme, okay? Neues Thema. Oh, komm schon. Du sprichst nie über dich. Würde es dich umbringen, ein klitzekleines bisschen preiszugeben? Was ist passiert? Wow. Zum ersten Mal eine größere Entscheidung. Auseinandergelebt, sie ist gestorben. Also auseinandergelebt ist, das wäre dann ja nach dem ersten Teil passiert, wenn sie weitergelebt hätte, Chloe. In meinem Fall ist sie ja gestorben. Weil so meine Entscheidung war, ich habe Acadia Bay gerettet und dafür musste ich dann Chloe opfern. Viele haben anders entschieden, was das viele. Ich glaube, es war so etwa 50-50, wenn ich mir das so im Nachhinein noch überlege. Und ich kann nachvollziehen, warum viele sich für Chloe entschieden haben, weil dadurch natürlich nicht das ganze Spiel obsolet wird. Weil eigentlich alles, worum es in dem Spiel die ganze Zeit ging, ist Chloe zu retten. Und am Ende lässt man sie dann doch sterben. Andererseits war natürlich der Gedanke der Geschichte, dass man irgendwo der Zeit nicht ins Handwerk pfuschen sollte. Also das
war für mich so die Quintessenz. Und deshalb fand ich es richtig, Chloe zu opfern. Und vor allen Dingen, weil man ja ansonsten ganz viele Leute, die man auch kennengelernt hat, in Arcadia Bay geopfert hätte, die auch gute Freundinnen waren. Oder Freunde oder Bekannte und so weiter und so fort. Deshalb, ja, sie ist gestorben. In meinem Fall ist sie gestorben. Und irgendwie fühlt sich das gerade komisch an. Ich sag gleich noch warum. Sie ist gestorben. Vor einigen Jahren. Oh. Scheiße. Nein, hey, ist wirklich okay. Es ist schon sehr lange her. Willst du über etwas anderes reden? Ja, bitte. Okay. Amanda, Eindruck? Sie ist nicht mein Typ. Doch, also so wie sie reagiert hat, fand sie die, glaube ich, auch gut. Von daher offensichtlich bin ich total verknallt. Passt, glaube ich, besser. Wusste zwar nicht, dass es so hart ist, aber ja, gut, warum nicht? Okay, ja. Ich habe mich super hart in ein heißes Mädchen verknallt. Genau wie halb Lakeport. Amanda ist ein toller Fang. Halb Lakeport hat nicht, was du hast. Eine Safi. Ich kann dich durch die komplizierten Gewässer der Liebe lotsen. Schritt 1. Rede mit ihr. Worüber denn? Worüber reden normale Leute überhaupt? An 10 Preise. Doch wir streben mehr an. Sieh dich um, sie ist für die halbe Deko hier verantwortlich. Finde raus, was ihr gefällt. Ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Genau. Los geht's. Na, Mut antrinken. Oh mein Gott, das ist eine schwere Geburt hier. Hoffentlich wirkt es wenigstens. Zeit, normal zu sein. Oh ja, einmal normal sein. Obwohl, Max war ja eigentlich immer, im ersten Teil war sie ja eigentlich sehr normal, sehr schüchtern und so. Ich muss nur ein paar Sachen finden, die Amanda gefallen und mit ihr darüber reden. Ich schaff das. Ja, das schaffst du. Genau, ich wollte noch was dazu sagen. Das mit Chloe fühlt sich jetzt ein bisschen doof an. Aus dem Grunde, weil ich jetzt so das Gefühl habe, ich habe sie zum zweiten Mal sterben lassen. Ich hätte mich ja jetzt auch anders entscheiden können, aber ich wollte natürlich konsequent bleiben, logischerweise. Trotzdem fühlt es sich so an, als wenn ich jetzt gerade wieder entschieden habe, dass Chloe gestorben ist. Naja. Ich dachte, die Flagge wäre etwas... Der ganze Laden schreit praktisch Amandas Namen. Ja. Was haben wir denn hier? Kann ich mir alles nicht angucken, okay? Dann gucken wir uns hier und da haben wir was. Suppenumfrage, das hört sich doch interessant an. Nein, die Zukunft der Suppe liegt in meinen Händen. Suppenumfrage. Nächste Woche gibt es senegalesische Erdnusssuppe, Muschelsuppe im Stil von New England. Ach so. Ah, okay. Bisher gleich viele Stimmen. Ich muss nur ein paar Sachen finden, die Amanda gefallen und mit ihr darüber reden. Ich schaff das. Soll ich jetzt schon so abstimmen oder brauche ich erst Hinweise, um da richtig abzustimmen? Komm, stimmen wir mal ab. Erdnusssuppe, Muschelsuppe. Erdnusssuppe kommt mir sehr... Habe ich noch nie von gehört. Muschelsuppe, ja, klar. Aber ich glaube, ich würde mal die Erdnusssuppe bevorzugen. Ich konnte noch nie Nein zu Hülsenfrüchten sagen. Einfach, weil ich neugierig drauf wäre. Ich hoffe, die gibt es dann auch. Gut, schmecken werde ich sie nicht, aber... So, was ist denn mit euch hier? Reggie und Diamond. Diamond und Reggie waren in einigen meiner Seminare, aber ich habe sie noch nie zusammen rumhängen sehen. Ah, wer weiß, vielleicht entwickelt sich da auch etwas. Was geht bei euch ab, Kinders?
Pläne für heute Abend ist vielleicht ein bisschen ist das zu indiskret? Ich frage mal für die Ferien. Ihr seid nicht zufällig über die Weihnachtsferien hier, oder? Hier bleiben oder mich von meinem Vater dreimal die Woche in die Kirche schleppen lassen? Ich bleib hier. Außerdem bleiben viele von Abraxas hier. Wir haben Aufgaben zu erledigen. Welche Art von Geheimgesellschaft gibt einem Hausaufgaben? Die Art, die für kindische Streiche und Partys berühmt ist. Also, warum treten Leute Abraxas bei? Das klingt doch nur nach Stress. Das Einzige, was schlimmer ist, als Abraxas-Mitglied zu sein, ist es nicht, Mitglied zu sein, wenn du irgendwie anerkannt werden willst. Das war aber nicht immer so. Es ging mal um Aktivismus und die Erstellung von Kunst, die etwas bedeutet. Jetzt geht's hauptsächlich um Kontakte und darum, Präsident Wen Leng anzuhimmeln. Das klingt ja mega kacke. Naja. Viel Glück euch beiden. Ja, hübsches Paar. Wenn sie denn ein Paar werden. Ja gut, wenn man mit Geld nicht umgehen kann, naja, deshalb kann man trotzdem BWL verstehen, theoretisch. Hallo junger Mann, was pennen wir hier rum? Kann ich hier raus? Ich dachte, ich wäre Caledons Polaroid-Fotografin. Doch, offensichtlich hat noch jemand den Sprung gewagt. Okay, wir nehmen das mal. Ah, er ist dies. Ah! Foto von den beiden. Okay. Kann ich denen das geben? Was ist denn mit dir? Mit wem redest du? Du bist ein bisschen spooky, weißt du das? Du redest mit imaginären Freunden, habe ich gerade gesehen. Na gut. Was? Das war doch nie im Leben so gedacht. Okay, ist es falsch rum? Ha, hab ich gut erkannt, war. Das göttliche Feminine Ilyasha Torres. Ja. Okay, sollten wir uns das merken, dass das Ding falsch rumhängt? Oh, das ist aber schön hübsch warm hier. Ich mag auch, also bisher finde ich die Locations, also erst die Bowlingbahn und das hier finde ich jetzt auch total cool. Gefällt mir sehr gut hier. Filmposter. Oh super, Diamond. Gut gemacht. Das letzte Mal, dass ich sie sah, Skript und Regie Diamond Washington, Gewinner für bester Film der Hochschulfilmgesellschaft. Ja, das ist ja richtig gut. Diamond war doch er, ne? Dann sollte er wirklich das... Ja, sollte er das Fach wechseln. Kann ich... Diamond und Reggie waren in einigen meiner Seminare, aber ich habe sie noch nie zusammen rumhängen sehen. Ich dachte, ich könnte ihnen das Foto geben. Schade. Okay, was mit euch? Kennen wir uns? Scheinbar nicht. Da habe ich schon geguckt. Wie geht's hier weiter? Safi meinte, Amanda hat den Großteil der Deko ausgesucht. Damit kann ich anfangen. Ist das eigentlich Zufall, dass die Freundin von ihr Safi heißt? Das klingt so ein bisschen wie Selfie, ne?
Und Selfie, das war ja so ein bisschen im ersten Teil die Geschichte, dass das immer gesagt wurde, ja, Max macht nur Selfies. So anderes kann sie nicht, sie kann nur Selfies. Jetzt heißt die Freundin Safi. Safi. Das klingt ähnlich. Gutes Bier, gute Moral. Was will man mehr? Snapping Turtle. Die Snapping Turtle ist Eigentum von Mitgliedern und wird demokratisch von einem gewählten Vorstand verwaltet. Wir glauben an Bier, Kunst, Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen. Du musst kein Mitgliedbesitzer der Snapping Turtle sein. Kein Mitgliedbesitzer, hört sich komisch an. Um das zu genießen, was wir anbieten. Doch uns zu unterstützen bedeutet, dass du die Kunst und eine faire und gerechte Lebensart unterstützt. Klingt gut. Kann ich hier raus? Nicht? Schade, so schön hier. Ist eigentlich bald Weihnachten? Die hat ja eben über Weihnachtsferien gesprochen. Das wäre natürlich auch nett, hier ein bisschen Weihnachtsstimmung noch zu kriegen. Doktorand. Ah ja, das eindeutige Zeichen einer Nachtschicht mit 10 Kaffee. Okay. Ja, mehr kann ich mit ihm nicht machen. Wir könnten Feueralarm auslösen. Besser nicht. Okay, auf Klo können wir... Ich muss mich umsehen und herausfinden, was Amanda gefällt. Ja, ich bin doch dabei. Du merkst es vielleicht nicht, aber ich bin dabei. Robotergemälde, auch interessant. Kann ich mal durch hier? Danke. Das steht ganz sicher auf dem Kopf. Ist das normal? Packt ihr alles auf den Kopf? Maschinenstillstand, Amphi, Wu. Ist das so ein Ding von ihr, dass sie Sachen einfach immer auf dem Kopf aufhängt? Empfehlung der Angestellten. Amanda empfiehlt Misery Cult, huh? Damit kann ich was anfangen. Okay. Die Angestellten der Snapping Turtle empfehlen die neueste Staffel von Dämonenflüsterer. Sadie Braumeisterin. Unser neues Käsesandwich mit grünem Apfel. Teddy Koch. Misery Cult. Album der gleichnamigen Band von 1999. Amanda Barkeeper. Okay, Amanda empfiehlt also Misery Cult. Wilder Beasts sind dies von Professor Lukas Colmenero. Jana, Mitgliedvorbesitzer. Okay, die muss ich mir glaube ich nicht merken. Ich brauche nur Misery Cult, muss ich wissen. Okay. Ob ich jetzt alles weiß? Aber nee, ich muss eben nochmal hier ein bisschen kurz gucken. Was haben wir denn hier noch? Zapfhähne. Amanda weiß vermutlich, welches Bier wirklich gut ist. Ich könnte sie fragen. Ja, könntest du. Sogar gar nicht schlimm, sie zu fragen. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Oh Mann, ich will's auf die Tafel mit blöden Anmachsprüchen schaffen. Ob irgendwer hier einen guten Spruch hat, den ich mir leihen kann? Schlimmste Anmache der Woche. Erstens, du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein. Okay. Zweitens, ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben, ja, den kennen, Mann. Drittens, hast du Wasser in den Beinen, weil meine Wünscheroute ausschlägt. Oh Gott, der ist ja wirklich schlecht. Also den ersten fand ich ja sogar noch, fand ich noch irgendwo originell. Highscore, RKVLGH. Ich wüsste jetzt nicht genau, wer das da ist. Aber ich kenne da auch noch nicht so viele. Jetzt sollte ich das Eis brechen können. Auch wenn mehr Gesprächsstoff oder weitere Anmachsprüche nicht schaden würden. Safi sagt, die Bands, die hier spielen, sind klein, aber haben Herz.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll. Ja, doch, warum nicht? Safi nochmal reden werde ich jetzt wohl nicht. Man muss ein Werk, in dem ein zugeschneider Baum romantisch wirkt, einfach lieben. Herzwald 1, Balsamtanne, Aquarell auf Papier. Tja, das sieht nicht richtig aus. Herzwald 2, gelbe Birke, Aquarell auf Papier. Wow, die sind wundervoll. Caladan hat wohl nicht alle künstlerischen Genies aus Lakeport verpflichtet. Herzwald 3, Roteiche, Aquarell auf Papier. Okay. Ich bewundere Hingabe an ein Werk, wie jeder andere auch. Aber das Werk hier ist einfach verwirrend. An die Arschlöcher, die ständig die Bilder umdrehen, hört auf, die Kunst anderer zu ruinieren, Amanda. Aber okay. Also Amanda mag das nicht, dass die... Okay, wir reparieren das. So, die anderen sind ja richtig, ne? Sieht so aus. Ist jetzt die Frage, kann ich eigentlich auf die Bühne? Ich kann auf die Bühne. Aber ich kann da auch nur ansehen. Aber das wäre, glaube ich, auch erstmal nicht so ihr Ding gewesen, jetzt hier vorzutragen. Oh, jetzt sollten wir vielleicht tatsächlich mal mit ihr sprechen, wegen Anmachspruch. Sag mir bitte, dass du eine schlechte Anmache für mich hast. Du hattest 3 Wünsche. Ich bin hier. Was sind die anderen 2? Du bist gut. Du bist gut in schlechten Anmachsprüchen. Jetzt sollte ich das Eis brechen können. Auch wenn mehr Gesprächsstoff oder weitere Anmachsprüche nicht schaden würden. Ja, das ist richtig. Aber ich würde jetzt erstmal gerne nochmal gucken, ob ich... Moment, wo war denn nochmal... Was war denn nochmal falsch rum? Hatte ich mir das hier eigentlich angeguckt? Ach ja, genau. Das können wir nämlich auch reparieren. Und dann war da noch das Roboterbild. Das war auch falsch rum. Mal eben gucken, wo das war. Da saßen auch welche vor. Hier, ne? Genau. Waren ja auch noch 2 andere Bilder, also ich gerade habe ich die, konnte ich die nicht auch angucken. Jetzt so. Sollte ich das Eis brechen können. Schon wieder? Auch wenn mehr Gespräch, genießt ein friedliches Nickerchen. Nee, ich kann tatsächlich nur das Bild angucken, okay. So, das ist richtig. Alles richtig soweit. Okay, soll ich mal mit dir sprechen? Jetzt ist es spannend, Leute. Hallöchen. Mal kurz angucken. Rede einfach mit ihr, Max. Sonst kannst du es doch auch. Ja, es ist nicht immer einfach, wenn es um was geht, ne? Okay, komm. Trau dich. Viel zu tun? Oh. Julie ist krank, also hatte ich keine einzige Pause. Meine Blase explodiert gleich. Geh pinkeln. Wir können auch später reden. Eine grandiose Idee. Geh nicht weg. Das ist das 3. Glas diese Woche. Reggie! Ich mach das. Geh aufs Klo. Sofort. Du bist meine absolute Rettung. Du hast das gut. Los auf den Weg, Ersti! Okay.
Betty hat Glück, dass ich ihn nicht zum Glas aufhegen zwinge. Ich hab die Sachen dabei, ne? Ja. Merkur muss rückläufig sein. Also. Kommt her, meine scharfen kleinen Freunde. Neuer Nebenjob, hm? Hey, Fotografie ist ein toughes Business. Ach, das sieht so herzig aus. Denk das nächste Mal dran. Das Glas gehört auf den Tisch. Okay, komm. Auf geht's. Wo ist sie jetzt? Ach da. So, Hallöchen, ich bin's nochmal. Ach, meine Blase sagt Danke. Sag deiner Blase gern geschehen. Oh, und du hast die Bilder gerichtet. Wir müssen dir bald ein Gehalt zahlen. Ja, ich bin ja auch ziemlich krass. Oh hey, du wolltest mir vorhin doch was erzählen. Wollte ich das, ja. Womit fange ich? Kann ich mehrere dieser Sachen machen? Das ist jetzt die Frage, ne? Ansonsten, weil den Anmachspruch, den würde ich... Ich würde jetzt erstmal... Ich hoffe, ich kann alles machen. Machen wir erstmal die Bierempfehlung. Würdest du ein Bier empfehlen, das jemand, der kein Bier mag, trinken würde? Handelbar Cider. Das maxigste Getränk der Bar. Hey, woher? Ich kenne eben meine Stammkunden. Ich bin das allsehende Auge von Lakeport, Vermont. Du klingst so langsam wie einer dieser Abraxas-Typen. Die Geheimgesellschaft der reichen Idioten? Nimm das zurück. So, ich glaube, ich kann dann... Weil den Anmachspruch muss ich natürlich am Ende bringen. Ist ja logisch. Also, du bist ein Fan von Misery Cult? Und wie? So cool, dass du die kennst. Kenne ich die jetzt oder kenne ich die nicht? Ich weiß das ja nicht, ob sie die kennt. Heißt wahrscheinlich, sie kennt sie nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie anlügen sollte. Ich sag besser nein. Nein, sorry, von denen habe ich noch nie zuvor gehört, bis ich deine Empfehlung auf dem Whiteboard gesehen habe. Oh, klar, du kommst ja nicht aus Lakeport. Also, erzähl mir von denen. Na komm schon. Misery Cult war die erste Band aus Lakeport, die es geschafft hat. Haben die Musikszene hier revolutioniert. Lakeport hatte eine Musikszene. Hört sich ein bisschen so abwertend an, so nach dem Motto, das kann ja wohl hier nicht sein. Deshalb lieber, wie berühmt sind sie? Was bedeutet es geschafft haben in diesem Zusammenhang genau? Naja, sie werden im College-Radio gespielt. Sogar in New Hampshire. Also ja, sie haben es geschafft. Na cool. So, dann gibt's jetzt mal einen ordentlichen Anmachspruch, junge Frau. Du musst mir verraten, was es mit den Anmachsprüchen auf sich hat. Mein Kumpel und ich waren Headliner für einen Comedy-Abend. Ach du Scheiße, du bist Komikerin? Und warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Ah, sorry. Ich höre ganz still zu. Fahre fort. Die ganze Fahrt zum Auftritt laberte er von den ekligsten Anmachen, die er sich ausdenken kann, um mich zu ärgern. Dummer Pro-Shit. Dann wurde daraus ein Wettbewerb, den ich gewann. Niemand kennt fiesere Anmachen als eine Lesbe aus der Kleinstadt. Und der Wettbewerb wurde zu einer Tafel? Also, lass hören. Was ist dein bester Anmachspruch? Ja nun. Ich habe meine Nummer verloren. Kannst du mir deine geben? Kommt dann danach, ne? Du hattest drei Wünsche. Der ist schon cool, ne? Also was ist cool, aber der ist, ja, der andere ist vielleicht... Die sind natürlich alle abgedroschen, ne? Aber ich glaube, der hier ist noch ein Tick weniger abgedroschen. Das ist nämlich den. Du hattest drei Wünsche. Naja, ich bin ja jetzt hier. Und? Was sind die anderen zwei? Peinlich. Und extrem albern. Perfekt. Du hast gewonnen. Das ist nicht albern, das meinte ich ernst. Fies.
Wir sollten rumhängen, komm. Also, ich dachte mir, dass wir unbedingt mal was zusammen unternehmen sollten. Mhm. Du kannst mir die örtliche Musikszene zeigen. Oh, absolut. Es gibt da diese Band, Revenge Horse, die ich mir anhören wollte. Hey, allein wegen des Namens bin ich sowas von dabei. Also, ich kläre Erwartungen gerne vorher. Also, kein Druck oder so, aber... Ist das ein Date oder treffen wir uns als Freunde? Ja, geil. Also, ich würde schon sagen, ein Date, ne? Also nachdem, wie sie sich jetzt Mühe gegeben hat dafür. Und ich finde, ich spüre da auch gewisse Vibes. Da springt ein Funke über, habe ich das Gefühl. Also machen wir ein Date. Ich dachte schon, dass es ein Date ist. Ja? Du bist so unglaublich süß. Danke. Ich beziehe das mal auf mich jetzt. Ich habe immerhin die Entscheidung getroffen. Dann also ein Date. Aber ich gebe zu, Mix ist etwas süßer. Hey. Guck dich an, Max. Du machst normalen Kram, fast wie ein gesundes, produktives Mitglied der Gesellschaft. Wie fühlst du dich? Ich habe keinen Plan. Die letzten 10 Minuten sind verschwommen. Aber Amanda ist wirklich cool. Moses. Hey. Oh, wie war das Shooting? Sind fast draufgegangen. Wir sind nicht fast draufgegangen. Ja, dank meiner Rettung. Ich verdiene einen Orden. Was machen wir jetzt? Der Abend ist noch jung. Wir sollten abhängen. Nur wir drei. Heute gibt's einen Meteoritenschauer. Ich beobachte ihn für meine Forschung. Das könnte echt lustig werden. Kommt vorbei. Alle beide. Das ist perfekt. Wir brauchen nur... Wartet. Sie ist heute ziemlich auf Hochtouren. Tja, so ist sie, wenn sie gute Laune hat. Ein Geschenk von Madame Präsidentin, meiner liebsten Ma. Zumindest bis ihr wieder einfällt, dass ich ihre Kreditkarte habe. Sollen wir? Wann? Ja, ich habe das jetzt verpennt. Wann haben wir denn jetzt das Date mit Amanda? Heute nicht mehr, oder? Können wir uns in Ruhe besaufen, oder sieht's aus? Gib mir die Kurzversion. Was genau sehen wir uns hier an? Ein Haufen kleiner Bruchstücke eines Asteroiden. Aus 11 Millionen Meilen Entfernung. Das habe ich davon, euch einander vorzustellen. Wow. Gut. Also sollten wir uns Sorgen machen, dass dieser Asteroid die Erde trifft? Nicht zu unseren Lebzeiten. Und er würde sicher zerfallen, bevor er die Erde trifft. Na gut, Max. Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Boah. Das, was ich ohnehin getan hätte, ich mache Fotos. Nee, gut, Fotos macht sie auch ohnehin. Aber wenn die Welt untergeht, die Frage ist, ist dann noch eine Möglichkeit, dass da was zurückbleibt? Sonst macht man Fotos und niemand wird sie jemals sehen. Das ist also unnötig. Also ich kenne die Voraussetzungen nicht, oder? Geht das Leben dann trotzdem noch irgendwie weiter, nachdem die Welt untergegangen ist? Wahrscheinlich nicht. Also das, was ich ohnehin getan hätte. Seien wir ehrlich, ich gucke wahrscheinlich, verdammt, die Zombies kommen. Und esse alleine ganze Pizza. Warum Routinen ändern? Sie starb bei dem, was sie liebte. Ja. Ganz schön still bei dir, Murph. Hast du nichts zu sagen? Oh, hab nicht zugehört. Aber hey, meine Geräte funktionieren. Warum bin ich nicht in eine Decke eingewickelt wie ein Burrito? Was, weil du eine gute Freundin bist?
Das hört sich nicht sinnvoll an, die Antwort. Angst, was zu verpassen, du hast recht. Das war eine furchtbare Idee. Ich antworte gar nicht ihr, sondern... Weil das passt irgendwie gerade nicht. Also, aber wir nehmen mal Angst, was zu verpassen. Ach komm, ich und Moses unterwegs ohne dich? Stell dir die wilden Dinge vor, die du verpasst hättest. Lakeports berühmt-berüchtigte Partylöwen. Oh, ich habe das mitgebracht. Dachte, das ist besser als die Flasche rumzureichen. Was Besseres gab's nicht? Ey, die ist doch toll, die Tasse. Ich arbeite nicht in diesem Gebäude. Ich kann nichts dafür, dass die Astronomen so einen schlechten Geschmack haben. Auf meiner steht, ich bin die geilste Oma der Welt. Und du, Max? Oh, jetzt muss ich mal auch so. Nerdig und versaut, eigentlich Wodka-Toilette. Nerdig und versaut ist, finde ich jetzt gerade... Könnte am spaßigsten sein. Naja, einer von zweien ist nicht schlecht. Macht ihr denn für große Augen? Ich hab gute Neuigkeiten. Riesig. Aber ich kann euch noch nichts sagen. Erst sagst du hast Neuigkeiten und dann... Ich will nichts mehr verraten, bis alles endgültig feststeht. Mysteriös. Was auch immer wir feiern, das erfordert ganz klar ein Selfie. Oh, lass mich. Ich habe diese Kamera gerade gekauft und will sie endlich ausprobieren. Was sollen wir sagen? Mist. Ich glaube, ich bin unterkühlt. Moses ist unterkühlt. Okay. Da passiert was. Ich mach einfach mein Ding. Gute Neuigkeiten, ha? Huh? Ihr und eure Geheimnisse. Wie ihr beide eine Unterhaltung führen könnt, ist mir echt ein Rätsel.